Hallo, willkommen zum nächsten Video, das ich versprochen habe. Beim letzten Video haben wir uns das Newton-Raphson-Verfahren für Funktionen in einer Dimension angeschaut. Das heißt, wir wollten die Nullstelle eindimensionaler Funktionen finden. In diesem Video schauen wir uns jetzt das Newton-Raphson-Verfahren für Funktionen in mehreren Dimensionen. Das heißt, f r hoch n bildet ab nach r hoch n, aber immer noch geht es um die Fragestellung, einen Vektor x erst, wir erinnern uns vom letzten Mal, x erst hieß, x hoch erst ist das Kommando in LaTeX, einer Textsetzungsumgebung, die in der Wissenschaft typisch ist, ist ein Befehl zur Umschreibung von x hoch Stern als Stern, um zu deklarieren, dass x die ausgezeichnete Nullstelle ist. So, finde x erst in r hoch n, sodass f von x erst ist 0, aber nicht die reelle 0, sondern der Vektor aus Nullen in r hoch n. So, anders als bei dem Video davor ist es jetzt aber nicht mehr nötig, dieses Newton-Verfahren von Grund auf in einer leeren Datei rein zu implementieren. Wir haben ja den eindimensionalen Newton vom letzten Mal noch vor Augen oder vor unserer Nase. Entweder ich habe den selber mit implementiert oder ich werde jetzt demnächst gucken, dass ich diese Codes auf GitHub hochladen werde, und ich werde das dann in den Kommentaren, nein, in der Beschreibung unten verlinken, in beiden Videos jeweils. Im letzten Video der eindimensionale Newton und in diesem Video dann auch die fertige Implementation für das mehrdimensionale Newton in dem Stand, wie er am Ende dieses Videos sein wird. Denn in den nächsten Videos werden wir immer wieder mal zurückkommen und kleine Dinge verbessern, um diese Methode peu à peu langsam in, naja, nicht High-Performance-Code, aber doch in einen verlässlichen Code auch für relativ große Probleme, einen robusten, verlässlichen Code zu transformieren. So, gehen wir also durch. Das letzte Mal haben wir hier ganz optimistisch Marv importiert. Im Prinzip könnte man es dabei belassen, aber wir werden nicht umhin kommen. Wir brauchen ja dieses Mal eine Python-Klasse für Vektoren. Nun gibt es an und für sich das Paket Vektor. Ich möchte aber hier stattdessen mit NumPy arbeiten, und alles, was wir uns aus Marv das letzte Mal rausgeholt haben, das finden wir auch in NumPy. Also können wir die Marv-Library schlicht und ergreifend ersetzen. Ich schreibe das jetzt schon mal hin und werde an der Stelle, wo wir es dann wieder aufgreifen, noch was dazu sagen. Ich werde jetzt schon mal SciPy-Linalg importieren, also das Linear Algebra Subpackage von SciPy, also das lineare Algebra Unterpaket von SciPy importieren und packe es unter den Namespace, unter den Namensraum SPL. Obwohl ich auch nicht ein großer Freund von Denglisch bin, also englische Begriffe in die deutsche Sprache einzuführen, so ergibt es doch Sinn, weil oftmals englische Begriffe in Nuancen eine andere Bedeutung haben als ihre scheinbar deutschen Korrespondenzen. Bei der Fachterminologie zu bleiben, die in weiten Teilen nun einmal Englisch ist. Deswegen lieber Namespaces als Namensräume. Also, wir packen SciPy-Linalg in den Namespace SPL. From typing callable union. Ja, das bleibt natürlich. Ist natürlich hier unser einfaches Beispiel, das wir das letzte Mal uns angeschaut haben, ist jetzt zu einfach, weil wir wollen ein mehrdimensionales Beispiel uns anschauen. Deswegen habe ich hier eine Abwandlung schon mal vorbereitet. Der Funk: Wir nehmen ein Input V, das vom Typ her ein Array aus dem Package NumPy ist und das ebenfalls auch so ein Array wieder zurückgibt. Das Erste, was wir tun, ich würde das grundsätzlich so empfehlen, ich würde immer davon ausgehen und immer annehmen, schreiben wir das mal hier vielleicht sogar gleich so hin, so V ist gleich Reshape minus 1, was heißt das? Ich kann Vektoren mit Hilfe von NumPy grundsätzlich auf drei verschiedene vertretbare Arten und Weisen darstellen. Ich kann halt hingehen und sagen, ein Vektor ist ein Zeilenvektor,
Das heißt, quasi eine Matrix mit einer Zeile und einer bestimmten Anzahl von Spalten. In dem Beispiel jetzt wäre es also eine Spalte. Im NumPy-Sprech würde es dann heißen, dass V den Shape hat 1,3. Die zweite, also das wäre dann natürlich der Zeilenvektor, also Row Vector. Demgegenüber steht der Spaltenvektor, also der Column Vector. Den wir durchaus auch in unserer Schreibweise grafisch entsprechend darstellen können, um ihn vom Zeilenvektor abzuheben. Ist also eine Matrix oder in Anführungszeichen eine Matrix mit drei Zeilen, aber einer Spalte. Und im NumPy-Sprech wieder hätten wir also einen V-Shape, dieses Mal 3,1. Und die dritte Variante, das ist jetzt nicht mathematisch, eigentlich oder wiederum auch sehr mathematisch, aber zumindest datenstrukturell für NumPy wichtig. NumPy bietet uns an, dass wir es als 1D-Vektor, ich nenne es einfach mal nur Vektor, oder vielleicht, nennen wir es mal Flat-Vektor, abspeichern können. Wir können ähnlich wie beim Row-Vektor ganz oben es flach als Array hinschreiben, aber wir haben nicht diese doppelte Verschachtelung. Ja? Hier oben haben wir gesagt, doppelte eckige Klammern. Übrigens, man kann solche Listenstrukturen auch NumPy bietet einen entsprechenden Konstruktor, heißt das. Man kann solche verschachtelten Listenstrukturen direkt von NumPy in das entsprechende Array-Format automatisch übersetzen lassen. Ja, das ist jetzt dann einfach nur noch R hoch 3. Und auch im NumPy-Sprech würde es heißen, dieses Konstrukt, dieses Array hat den Shape 3. Ja, also wir unterteilen nicht mehr nach Zeile und Spalte, nach Zeilen und Spalten, sondern es gibt jetzt nur noch eine Raumdimension, die es zu beachten gilt. Und die hat in diesem Beispiel den Wert 3, weil unser Vektor 3 Einträge hat. So. Aber wir unterscheiden jetzt nicht mehr danach, ob dieser Vektor eine geometrisch interpretierte Streckung hat, also ob er sich jetzt als Zeile dahin legt oder als Spalte aufstellt, sondern es ist einfach ein Vektor mit 3 Einträgen. Und so, wenn man konsistent arbeitet, kann man mit allen drei diesen Optionen arbeiten. Ich persönlich bevorzuge und würde auch empfehlen, mit der, was ich jetzt hier Flat-Vektor-Variante genannt habe. Und dieses Reshape hier würde unabhängig davon, auf welche dieser drei Arten ich einen Vektor an die Funktion Func übergebe, immer dafür sorgen, dass es in die Flat-Vektor Schreibweise runtergebrochen wird. Und zwar, was ich hier dieser Reshape-Funktion übergebe, ist ein neuer Shape. Und ich sage, dieser Shape, also ja hier, das ist natürlich dasselbe wie 3, Komma. Und das hier oben ist auch dasselbe wie 3,1. Also in Tupel-Schreibweise. Ne? NumPy unterscheidet da jetzt nicht sehr, ob Shapes als Listen oder Tupel angegeben sind. Intern würde NumPy immer versuchen, Tupel zu schreiben. Also ist das hier hinten vielleicht akkurater als das hier vorne. Also der Shape in der Listenschreibweise, der Shape in der Tupelschreibweise. Und wenn ein Tupel nur noch einen Eintrag hat, dann brauchen wir das nachgelagerte Komma, weil NumPy sonst eine einfach geklammerte 3 schlicht als eine geklammerte 3, also als 3 lesen würde. Ja, also immer 3 Komma in runden Klammern, um Python gegenüber klarzumachen, das ist ein Tupel und nicht einfach nur ein geklammerter Ausdruck. So. Und hier genauso. Ja, also ich übergebe der Reshape-Funktion einen neuen Shape. Und zwar der Shape in Tupel-Schreibweise, der nur einen Eintrag hat und der hat den Wert minus 1. Warum minus 1? Naja, das ist. Ich bin faul.
Ich könnte mir jetzt entweder die Mühe machen, herauszubekommen, wie viele Einträge hat V denn, und müsste dann also hier perfekt hin, müsste das perfekt die Länge angeben, wie lange V ist. Oder ich sage minus 1 und gebe NumPy damit zu verstehen, kriegt das gefälligst selber heraus. Berechne das selbst. Also wir konvertieren unser Array in einen Flat-Vektor. Falls es ein Flat-Vektor war, passiert also nichts. Ansonsten brechen wir unser V runter auf die Schreibweise, von der wir von Anfang an ausgegangen sind. Das ist also ein Sanity-Catch. Wir fangen hier schon mal ein paar schlecht formatierte Eingaben ab. So, dann analog zu V, was unser Input-Vektor ist, deklariere ich hier schon mal ein Output-Array. Also mit NumPy, ich verlange von NumPy, erzeuge mir ein Arrays aus Nullen. Und auch hier gebe ich einen Shape vor. Und das ist also ein einfaches Beispiel, das R2 nach R2 abbilden soll. Deswegen kann ich hier schon a priori von vornherein sagen, okay, out soll die Länge 2 haben. Und an der Stelle könnte ich auch Schluss machen. NumPy würde mir automatisch ein Array zurückgeben, das den Datentypen Float hat. Es ist empfehlenswert, insbesondere da wir uns mit algorithmischer bzw. automatischer Differenziation demnächst auseinandersetzen wollen, hier an der Stelle vielleicht schon mal, ich werde in einem späteren Video nochmal darauf zurückkommen, was wir jetzt hier genau machen, aber hier schon mal zu sagen, okay, ich möchte meinen Nullvektor nicht in irgendeinem Datentyp, auch nicht zwingend im Float, nicht den Float-Datentypen haben, sondern out soll den Datentypen adaptieren, der über V reinkommt. Das ergibt auch abseits der algorithmischen Differenziation Sinn, weil in NumPy wird unterschieden zwischen Float 16, Float 32, Float 64. Das sind verschiedene Größenkategorien, wie viele, vereinfacht ausgedrückt, wie viele Nachkommastellen, überhaupt wie viele Stellen so eine Zahl, die als Float da abgespeichert wird, haben kann, haben darf. Allerdings in Binärschreibweise, aber das führt jetzt hier zu weit. Ich habe jedenfalls schon durch NumPy verschiedene Floating Point Datentypen zur Auswahl. Und weil ich jetzt nicht weiß, was hier reinkommt, ist es einfach clever, für Out den Datentypen zu übernehmen, der über den Input reinkommt, und fertig. Jetzt habe ich einen Nullvektor mit zwei Einträgen, und die belegen wir jetzt hier einmal. Hier finden wir jetzt die einfache Funktion aus dem letzten Video wieder, also der Sinus von V0 plus 2 mal V1. Aber wir haben jetzt auch eine zweite Komponente. Ich habe jetzt hier mal ganz simpel minus V1 gesagt. Wir haben jetzt also wieder ein sehr akademisches, sehr einfaches Beispiel, von dem wir sofort die einzige Nullstelle, die das System überhaupt hat, ablesen können, die wir sofort wissen. Also die Nullstelle V erst ist einfach der Nullvektor hier in NumPy-Schreibweise, beziehungsweise V erst gleich 0, 0 in Anführungszeichen mathematische Schreibweise. So, wir haben also wieder unsere einfache, mehrdimensionale Funktion. Und damit arbeiten wir uns jetzt weiter runter. Wir haben noch immer nicht die Möglichkeit, exakte Ableitung zu berechnen. Wir müssen also dabei bleiben, finite Differenzen zu berechnen. Allerdings müssen wir jetzt hier unsere Berechnung anpassen. Ableitung heißt jetzt, dass wir eine Jacobi-Matrix, also die erste Ableitung einer mehrdimensionalen Funktion, kann eine Matrix-Schreibweise angegeben werden und heißt Jacobi-Matrix. Wir wollen also eine Jacobi-Matrix von F approximieren. Das heißt, F ist ein Callable, das nimmt kein Float mehr wie das letzte Mal, sondern ein NPND-Array und gibt ein eben solches zurück. Wir brauchen eine Stelle, an der wir differenzieren wollen. Das muss auch ein Array sein. Und wir brauchen wieder eine Schrittweite oder eine Präzision H. So, das erste würde ich vorschlagen, lesen wir doch erstmal aus dem Vektor x seine Länge aus.
Und dann reservieren wir doch auch schon mal den Speicherplatz, den die Jacobi brauchen wird. So, das geht also auch wieder über MP0s Shape. So, jetzt hatten wir ja oben ja schon bei unseren Erläuterungen, dass wir Vektoren quasi als Matrizen ausdrücken können, die eine Kreuz 3 oder 3 Kreuz 1 Zeilen Spalten haben. Jetzt können wir also wirklich all out quasi gehen. Wir sagen an, wir wollen DimX Zeilen haben, wir wollen aber auch DimX Spalten haben. Genau, so. Bevor wir jetzt anfangen können, diese Matrix zu füllen, gehen wir jetzt also wieder hier hoch zu unseren finiten Differenzen. So. Im eindimensionalen Fall war die Ableitung, also auch da könnte ich von einer Jacobi-Matrix sprechen. Es wäre eine Matrix mit einer Zeile, einer Spalte, also eine Matrix, die nur einen Wert kennt. Diesen einen Wert, den haben wir auf diese Weise berechnet über diesen Bruch. Sehr analog können wir jetzt auch sagen, dass das Matrix-Vektorprodukt, also F' x Stern V, ja, also wenn das hier als Matrix-Vektorprodukt verstanden wird, dann ist das eine Richtungsableitung. Denn können wir diese Richtungsableitung auch wieder über Grenzwerte bilden, indem wir lassen h gegen 0 gehen und sagen hier auch wieder f von x plus, ja, x ist jetzt ein Vektor, h ist eine reelle Zahl, die muss jetzt also mal v multipliziert werden. Nein, entschuldigt. Ich erzähle dir Zeug. Trotzdem, Grenzwertprozess, Limes, Norm von V geht gegen 0, f von x plus V minus f von x durch die Norm von V. So, das gibt uns. Was mache ich hier? Ich kann dieses Video bald neu aufnehmen. Es entschuldigt, bin völlig durch den Wind. Nein, das mit dem H war richtig. H, x plus H mal V. Oha. Geteilt durch H. Natürlich, das bleibt so, wie es ist. Ich habe jetzt so verschiedene Definitionstypen beim Kopf durcheinander gebracht. Ich entschuldige mich dafür sehr. Nein, aber wir können eine sogenannte Richtungsableitung, das heißt das Matrix-Vektorprodukt aus Jacobi-Matrix mal einem Richtungsvektor in der Domain V bestimmen über einen Grenzwertbegriff von diesem Bruch. So. Für dieses V, Formal Definition of Directional Differentiation. So, ja, diesen Bruch, den wollen wir jetzt also im Grunde wieder berechnen. Und das heißt also hier oben lassen wir uns auch ein V geben. Jetzt werden wir aber diese finite Differenz zur Berechnung von Jacobi-Matrizen mehr als einmal aufrufen müssen. Es ergibt daher Sinn, dass also dieses f von x, das wollen wir nur einmal berechnen. Wir werden es mehrmals für dasselbe x aufrufen, aber verschiedene v. Das heißt, Union, das heißt, so, wir wollen dieses f von x aber nur einmal berechnen und nicht mehrfach. Also werden wir uns hier oben eine Art Übergabeflag basteln oder ein Übergabeflag hier mit in unsere Signatur integrieren. Und wir können jetzt hier abfragen, so if fx is none, ja, dann berechne es halt. Ansonsten tue nichts. So. Ansonsten ändert sich dann hier jetzt auch gar nicht so viel. Wir haben f von x plus h mal v minus fx durch h. So, das ist jetzt hier unsere finite Differenz. Kommen wir zurück zu unseren Jacobian. Das heißt, genau.
Wie können wir jetzt also unsere Jacobian bestimmen mit Hilfe von Directional Derivatives? Die Idee ist, dass wir für dieses V die sogenannten kanonischen Einheitsvektoren, ja, also ein kanonischer Einheitsvektor ist ein Vektor, der besteht fast nur aus Nullen, außer an einer Stelle, der Eaton-Stelle. Da kommt ein Eintrag 1 rein und ansonsten der Rest bleibt alles 0. Wenn ich mit einem solchen kanonischen Einheitsvektor das Matrix-Vektorprodukt mit der Jacobi-Matrix berechne, dann wird diese eine 1 dafür sorgen, dass ich die Ite-Spalte aus der Jacobi-Matrix quasi rausschneide. Also alles aus der Jacobi wird weggenullt und nur die Einträge der Ite-Spalte bleiben durch diese 1 erhalten. Ich kann also mit Hilfe der kanonischen Einheitsvektoren gerade alle Spalten der Jacobi-Matrix Stück für Stück rausschneiden. Darum sagte ich auch schon gerade, wir werden diese finiten Differenzen mehr als einmal aufrufen müssen. Wir müssen nämlich für jede Spalte der Jacobi-Matrix diese finite Differenz berechnen, also die Approximation der Directional Derivative. Um diese kanonischen Einheitsvektoren zu generieren, lassen wir uns zunächst erstmal einen Nullvektor von NumPy bauen, der jetzt hier auch mit dem x, Länge dem x hat. Außerdem in die Array bereiten wir jetzt hier auch schon mal eine Variable für den Funktionswert an der Stelle x vor. So, zero vec ist in die Array. So. Und jetzt vor i in range dem x. Jetzt gehen wir durch die Spalten der Jacobi-Matrix durch. Ja, also ich möchte in alle Zeilen von Jacobi etwas eintragen, allerdings nur für die Ite-Spalte. Ja, also das gibt mir jetzt genau diesen Slice, die Ite-Spalte aus einer Jacobian raus. Und den können wir jetzt beschreiben mit Hilfe von compute finite diff. Ich packe übrigens mal ein Underscore vor das compute finite diff rein, weil ich möchte diese Funktion jetzt wirklich nur noch von approx_jac aus aufrufen können. Also mit diesem Underscore gebe ich einem Python-Entwickler zu verstehen, dass ich diese Funktion gewissermaßen verstecken möchte. Sie ist also für einen bestimmten Zweck geschrieben worden. Das ist keine Funktion, die ich über ein öffentliches Interface nach außen freigeben möchte. So, compute finite. Wir übergeben f als f, wir übergeben x als x, wir übergeben h als h. Wir übergeben für v diesen Zero-Vektor, aber müssen wir den natürlich vorher manipulieren. Vielleicht sagen wir am besten einfach mal gleich ei dazu, so, um hier deskriptiv bei unserer Erläuterung zu bleiben. Ich könnte sagen, so an die Ite-Stelle schreiben wir jetzt eine 1, dann wird V hier unten jetzt das tun, worüber wir gerade diskutiert haben. Wir müssen aber natürlich nach der Bestimmung der Ite-Spalte unseren EI-Vektor wieder resetten, damit beim nächsten Schleifendurchlauf ich dann an die nächste Stelle eine 1 schreiben kann, ohne die 1 aus dem Schritt davor noch an falscher Stelle im Array zu haben. Ja, also ich modifiziere meinen eigentlichen Nullvektor in jedem Schleifendurchlauf, gerade der Ite-kanonische Einheitsvektor zu werden, muss das aber auch dann wieder zurücksetzen. So, und dann wollen wir natürlich so fx ist fx. So, beim ersten Mal übergeben wir none, das fx wird beim ersten Mal also berechnet. Danach wird fx zurückgegeben. Schreiben wir es also in fx wieder rein. Also beim nächsten Mal geben wir hier einen echten Vektor mit, sodass fx intern nicht nochmal neu berechnet wird, aber für die finite Differenzierung wiederverwendet werden kann. Was ist jetzt hier oben noch schiefgelaufen? Ah ja, genau. Wir haben hier noch als Überbleibsel von der eindimensionalen Variante hier die Annotation vom letzten Video. Das ist natürlich ein NPND-Array. Und hier auch. Also f bildet ab NPND-Array nach NPND-Array und x selber ist auch ein entsprechender Vektor. So,
Das heißt, so wir haben fx haben wir übergeben, wir haben v übergeben, wir haben h übergeben, wir haben x übergeben, wir haben f übergeben. Das heißt, wir sind fertig und können jetzt einfach sagen, return Jacques. Genau genommen können wir hier oben also auch noch sagen, Rückgabetyp ist NP Andy Array. Tragischerweise kann ich leider nicht genauer präzisieren, was das für ein Andy Array ist. Also ich kann nicht sagen, von welchem Typ er sein wird und ich kann nicht sagen, welchen Shape er haben wird. Das bietet NumPy nicht. Ja, das ist kein Problem von Python, das ist mehr ein Problem. Das ist auch ein Problem von Python. Also da ist noch Verbesserungsbedarf an beiden Seiten. Also sowohl für Python, für diese Annotationsfunktion, als auch für NumPy. Bei stimmt das eigentlich? Ich glaube, Python-seitig kann man da viel machen. Ich glaube, da muss ich nochmal reingucken. Aber standardmäßig gibt es keinen typischen Weg, der, wie ich jetzt hier detaillierter erklären kann, was jetzt zum Beispiel dieses NP-Array, wir geben ja ein Array zurück, eine Matrix, die Jacobi-Matrix, ja, die hat dim-x Spalten und dim-x Zeilen. Und hier übergeben wir ja auch ein Array an die Funktion. Aber das ist ein eindimensionales Array. Also dieses Array und dieses Array haben einen völlig anderen Shape. Aber ich kann das hier über die Annotation leider nicht genauer angeben zurzeit. Wie dem auch sei, wir haben unser Approx Jug fertig und damit im Grunde auch schon den Löwenanteil unserer Modifikationen abgeschlossen. Jetzt gehen wir nur noch durch den Rest des Codes durch und passen hier und da Kleinigkeiten an. Zum Beispiel bei dem Func-Call-Counter müssen wir gar nichts anpassen. Den haben wir das letzte Mal geschrieben, um zu automatisieren, wie oft wird unsere Funktion aufgerufen, wie oft wird abgeleitet. Und der Code ist schon gut, wie er ist. Damit kommen wir jetzt zu der eigentlichen Newton-Routine. Also auch hier wieder der Typus unserer Funktion ist leicht anders, die Signatur unserer Funktion ist anders. X ist kein Float, ist ein Array. H bleibt, Max Eta bleibt und hier die Toleranzen, die bleiben natürlich auch alle. So, find xn n größer gleich 0, such that. Im Grunde stimmt das ja auch, was hier steht, bis auf das hier ist natürlich die Vorschrift für die Newton-Richtung in 1D. Mehr D ändert sich das jetzt natürlich, weil jetzt ist es tatsächlich eher so, dass f'xn ist ja jetzt eine Matrix. Mal Delta Xn ist ein Vektor, also ein Matrix-Vektorprodukt, ist gleich minus f von Xn. Das ist jetzt eine implizite Charakterisierung, eine implizite Charakterisierung für Delta Xn. Das muss aus diesem Gleichungssystem heraus gelöst werden. Glücklicherweise ist es ein lineares Gleichungssystem. Ja? Die Jacobi hier vorne ist eine Matrix, sie hängt von Delta Xn nicht ab. Hier haben wir zwar eine Funktionsauswertung, aber auch sie hängt von Delta Xn nicht ab. Also wir haben eine konstante Matrix mal unbekannten Vektor ist gleich konstanter Vektor. Also etwas ganz grob vom Typ ja, A mal X ist gleich B. Ah, ein klassisches lineares Gleichungssystem. So. Fun Call Counter. Ah ja, genau, hier Compute finite Diff. Das ist natürlich falsch, sondern Approx Jug. Jug hat auch noch die identische Signatur, wie es Compute finite Diff für den einen, den Newton hatte. Also brauchen wir jetzt hier nichts weiter machen. So, del F, hier hatten wir ja schon das. Letzte Mal gesagt, dass f löschen wir nur deswegen, damit wir von hier an ausschließlich nur noch mit der Funktion fun arbeiten, die ein Wrapper um die Funktion f herum ist. Ein Wrapper, der automatisch gleich die Anzahl der Funktionsaufrufe zählt. Sondern wir nicht aus Versehen das ungewrappte f nehmen, sondern wirklich immer nur mit dem Wrapper arbeiten. Löschen wir die Referenz f wieder weg. Das löscht natürlich nicht die zugrunde liegende Funktion. Die hat ja noch eine Referenz über den Func-Call-Counter. Nur halt, ich kann die zugrunde liegende Funktion hinter f nicht mehr durch f aufrufen. So, xn ist fast ein Float, tatsächlich aber ein Array. So,
Delta Fn. Ach so, ja, hier würde ich im Übrigen auch gleich den Trick, den wir oben schon besprochen haben, als was auch immer x0 reinkommt, wir flatten es schon mal aus. So, Delta Fn ist auch ein Array, das muss jetzt initialisiert werden als ein Nullen-Array, das da den Shape von xn hat und... Nö, das war's, ja. Den Shape von xn hat. Success, bool, true, ja. Genau, achso, haben wir davon dran gedacht? Nein, haben wir nicht gedacht. Wir geben zwar Jug zurück, wir sollten aber auch fx zurückgeben. So, genau, funPrime. FunPrime hat eine Funktion, eine Stelle zum Differenzieren und einen Schritt weiter h und gibt uns zurück die Jacobian und den Funktionswert. Und diese Vorschrift hier, die geht jetzt natürlich nicht mehr. Das war Newton-Richtung in 1D. Wir brauchen jetzt aber Newton-Richtung in mehrere Dimensionen. Und dazu müssen wir also das lineare Gleichungssystem lösen, zu dieses lineare Gleichungssystem. Und zu diesem Zweck hatte ich ja vorhin schon SciPy-Linac als SPL uns reingeladen. Und dieses SPL kennt eine Funktion genannt solve. Und dieser Funktion solve können wir also unsere Jacobi-Matrix geben, den Vektor auf der rechten Seite. Und das löst für uns... Ja, das lineare Gleichungssystem, solves linear system of equations dfn mal delta xn ist gleich minus fn. Ja? Also es löst dieses lineare Gleichungssystem und gibt uns den Lösungsvektor zurück, den wir als delta xn abspeichern. Jetzt haben wir es schon fast geschafft. Kommen Sie bei unseren Toleranzchecks, an denen ändert sich fast gar nichts, bis auf, dass wir jetzt hier nicht mehr den Absolutbetrag nehmen können, weil Delta Xn, Delta Fn, Xn, Fn, das sind keine reellen Zahlen mehr, wie beim eindimensionalen Newton, das sind jetzt Vektoren. Wir müssen hier also mit np.linalg.norm, wir müssen jetzt also eine vernünftige Vektornorm zur Distanzbestimmung in den jeweiligen Räumen verwenden. So, damit haben wir jetzt aber wieder unseren Domain-Check, unseren Range-Check rehabilitiert oder auch repariert, wie auch immer man das nehmen möchte. So, hier bei dem ganzen Return, hier ändert sich gar nichts. Und dann sind wir fertig. Jetzt haben wir hier unten unser primitives Beispiel. Da passen wir jetzt einfach nur den Startwert an. Ich habe mir vorhin überlegt, 1010 ist ein guter Punkt. Und führen einfach mal alles aus. Und dann sehen wir auch schon hier in der Konsole, Success True, hat x, also die Nullstelle soll sein in 0, 0, stimmt, haben wir uns ja vorhin überlegt. Und der Funktionswert dort ist 0, minus 0, heißt, es wird wahrscheinlich Nachkommastellen geben, aber ganz weit hinten, ganz klein, so klein, dass NumPy sich nicht dazu genötigt sieht, die Nachkommastellen mit auszugeben. Also wir werden nicht exakt in 0,0 sein, sondern wir werden mit einer kleinen numerischen Rauschen daneben liegen und entsprechend haben wir hier auch verrauscht als Funktionswert 0,0. Aber jetzt interessant, wir bekommen ja hier auch wieder eine Ableitung, die Ableitung einer Nullstelle. Und das ist jetzt natürlich eine Matrix, nämlich besteht aus den Zeilen 1, 2,1 und 0, minus 1. Wir sehen 5 Iterationen, 18 Funktionsauswertungen und 6 Jacobi-Auswertungen. Also 6 Mal haben wir eine Jacobi berechnet. für jede dieser 6 Jacobi-Auswertungen muss die Funktion, um eine Jacobi zu berechnen, für eine zweidimensionale Funktion, muss die Funktion für jede Spalte ausgewertet werden. Ja, also wir haben ja hier oben immer das, wo ist es? Hier, f von x plus h mal v, das muss für jede Spalte berechnet werden und fx muss einmal berechnet werden. Das heißt, wir haben die Anzahl der Spalten plus 1. Das heißt, wenn wir 6 Jacobis berechnet haben, die Anzahl der Spalten ist 2, dann haben wir 3 mal 6. 18
Funktionsauswertung, das haut ja genau hin. 3 mal 6 ist 18. Und das sind 5 Iterierten. Na da. Oh ja, ich habe hier entschuldigt, Peitscham, weist mich darauf hin. Wir geben kein ND-Array zurück, wir geben dann einen Tupel aus zwei ND-Arrays zurück. Einmal eine Matrix und einmal ein Vektor. Und jetzt hört er hier das auch auf zu markieren und alles ist schick. Damit wäre das Beispiel nahezu fertig. Ich würde jetzt gerne nur noch einmal mal sehen, ob es ad hoc klappt. Vielleicht ein zweites, auch sehr einfach gestricktes, aber weniger einfach gestricktes Beispiel. Funk 2, also eine zweite Funktion, eine zweite Beispielfunktion mitgeben. Auch wieder nimmt ein V als Argument an, also ein Array, gibt ein Array zurück. Hier wird also auch wieder ein Vektor out vorinitialisiert. Jetzt ist aber interessant, es übernimmt den Shape von V, es übernimmt den Typ von V. Und das heißt, V kann jetzt eine beliebige Länge haben, dann wird dieses out auch eine entsprechende Länge haben. Und hier auch bei der Vorschrift, wir haben jetzt hier eine generische Vorschrift, die einfach durch alle Einträge von out und V durchgeht und da etwas berechnet. Und zwar immer Vi minus 1 plus Sinus Vi Zehntel plus 2 mal Vi plus 1 Modulo der Länge von V. Das heißt, wenn diese Vorschleife, das i, ans Ende angekommen ist, dann ist i plus 1 irgendwann zu groß, aber durch das Modulo wird es dann wieder auf 0 runtergebrochen. Also hier wird also ein generisches Out berechnet, das eine beliebige Länge haben kann. Schauen wir mal, ob der Newton damit zurechtkommt. Das heißt, Funk 2. Und jetzt übergeben wir, ich weiß ja auch aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht einmal, wo die Nullstelle ist. Sie muss irgendwo in der Nähe vom Nullvektor liegen, aber es muss nicht genau der Nullvektor sein. Fangen wir mal ganz einfach an mit 10. Nanu? Ah, jetzt. Ah, wunderbar. So. Beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Success true gibt uns hier, ich habe gesagt, das muss irgendwie in der Nähe des Nullvektors sein. Ich glaube, wenn man sich die Vorschrift nochmal anschaut, ich glaube, es ist tatsächlich doch der Nullvektor. Ja, wenn das 0 ist, Sinus an 0 ist 0. Okay, ja, ich nehme es zurück. Okay, der Nullvektor ist tatsächlich die Lösung. Na, dann machen wir mal hier so NPPy mal. Also wir starten jetzt quasi vom Vektor Pi und finden aber unsere Lösung. Na dann, 100. Na, und es hat noch geklappt. True. Wunderschöne Sache. Wie schnell ging es denn? 4 Iterationen, 505 Funktionsauswertung und 5 Jacobi-Auswertung. Jetzt können wir uns ja wieder überlegen. Das sind 100 Funktionsauswertungen pro Jacobi plus eine Funktionsauswertung mehr, einmal, ja, pro Spalte einmal plus fx, also Spaltenzahl plus 1, viele Funktionsauswertungen pro Jacobi, die wir bestimmen wollen. Und das haut auch hin. Für 5 Jacobis, die wir berechnet haben, haben wir also jeweils 101 viele Funktionsauswertungen gebraucht. Also die Zahlen passen zusammen. Passen zu meiner persönlichen Erwartung. Wir sehen hier, die Jacobi ist relativ einfach gestrickt. 0,12. Die Jacobi an der Nullstelle selbst. An anderen Punkten ist sie wahrscheinlich weniger einfach gestrickt. Aber ja. Wir sehen im Übrigen auch, wie wir sehen, sehen wir nichts. Doch an einer Sache bin ich jetzt gerade doch noch etwas perplex. Punkt 2i, len, vi minus 1. Ach hier ist die, okay. Ich habe mich schon gewundert, dass das die erste Zeile der Jacobi sein soll. Das würde mich gar nicht hinhauen, aber die erste Zeile ist ja hier oben. Das haut wieder hin. Ja, okay, also auch die Jacobi von der Struktur her passt, wie sie sollte. So, Jacobis auf diese Weise für so große Dimensionen zu berechnen, ist teuer. Wir werden auch da in einem späteren Video auf bessere Wege eingehen, wie wir sowohl die finite Differenz cleverer einsetzen,
als auch, wie wir in gleicher Weise algorithmische Differenziation, automatische Differenziation cleverer einsetzen können, also wie die spärlich besetzte Struktur der Matrix anders ausnutzen können. Aber das wird wirklich erst in einem übernächsten Video, glaube ich, werden wir dazu kommen. Im nächsten Video gucken wir uns erstmal die algorithmische Differenziation selbst an. Also wie kommen wir jetzt von den genährten Ableitungen hin zu akkuraten Ableitungen. Ansonsten soll es das hier für heute gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.